Klopf, klopf und hallo. Ich habe ein bisschen gehäkelt und wollte euch das gerne mal zeigen. Es ist nicht viel, es ist, wie soll ich sagen, es ist nichts los im Moment mit mir oder in letzter Zeit. Es ist ein bisschen turbulent bei uns und das wird ja auch noch eine ganze Weile so bleiben. Aber ich dachte, ich melde mich trotzdem mal zwischendurch und ja, zeige euch ein bisschen was. Wer eins meiner vergangenen Videos gesehen hat, weiß, dass ich diese Teile hier habe. Das ist so eine Art Filz, Vlies auf der Rolle. Und ich hatte da eine Idee und wollte da mal was ausprobieren. Ich habe da was ausprobiert. Ich hatte gehofft, dass es etwas niedlicher aussieht, aber es ist mir nicht ganz geglückt. Ich zeige es trotzdem mal. Und zwar habe ich eine Tasse gehäkelt. Also ich habe dieses Vlies komplett in der Rolle so gelassen. Also habe diesen hier unten einen Kreis gehäkelt. Dann habe ich hier oben den Schaft gehäkelt in drei verschiedenen Lila-Tönen. Das sieht man in der Kamera ganz gut. Das hier ist ein sehr dunkles Lila, dann ein helleres und hier oben ganz hell. Habe ich den ganzen Schaft gehäkelt. Dann habe ich das mit Papier da reingeschoben, weil ohne Papier ließ ich das Filz nicht schieben. Und als es dann drinne war, konnte ich das Papier so oben rausziehen. Das ging wunderbar. Das ist sehr schön weich und flauschig. Es ist mein Lieblingskakao. Heiße Weiße. Ja, ich weiß, das ist Fett pur, aber sie schmeckt auch sehr, sehr lecker. Jo. Da habe ich noch ein paar Augen gehäkelt. Ein Schleifchen dran. Hier sind die Holzschuhe, die ich mal gekauft habe. Und dann habe ich noch ein paar Beine gehäkelt in diesem Spiral. Ja, ganz einfach. Unten dran gehäkelt und fertig. Mal kein Plastik verwendet. Selbst die Augen habe ich schön gehäkelt. Da gibt es tolle Anleitungen im Internet. Da braucht ihr einfach nur Augenhäkeln eingeben und dann kommen sehr viele. Oder auch die Schleife hier. Die wird in einem Stück gehäkelt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Schuhe habe ich natürlich angeklebt. Das ist jetzt so ein kleiner Kantensitzer. Also ich habe die Füße sehr weit vorne ran gemacht, dass er schön auf der Kante sitzen kann. Na ja, für den ersten Versuch. Das ist das, was als erstes entstanden ist. Und dann kann ich es nicht leiden, wenn so viele Reste rumliegen. Und von dem Lila waren dann Reste übrig. Und ich habe mir gedacht, okay, dann häkle ich mir mal noch eine Mütze. Ich habe wieder begonnen mit einem Kreis. Diesmal nichts doppelt. Also einfache Mütze. Also sowas wie für den Übergang, für den Herbst oder Frühling. Und habe hier nochmal alle drei Farben verwendet. Also vom, das sieht man hier kaum, vom dunklen zwei rein, dann zwei hell, zwei mittlere Farben, dann das helle, dann wieder mitteldunkel, mittelhell und so weiter und so fort, bis ich die Länge erreicht hatte. Sie passt wunderbar. Und ja, habe ich gedacht, supi, hast du Reste verarbeitet? Ich habe gedacht, da geht mehr drauf. Nee, ich hatte noch mehr Reste und habe mir überlegt, ich nehme jetzt noch dieses Garn dazu. Das ist von Sustrene Grene. Die Farbkombination Mix Purple. Und habe dann mit diesen Resten und diesem Mix mir Socken gehäkelt. Und die sehen so aus. Also hier unten ist das die mittlere. Das mittlere Lila hier im Haken. Ich habe das erste Mal Socken gehäkelt mit Haken. Die Anleitung werde ich euch unten verlinken. Nach dem Prinzip habe ich das gemacht, nur halt auf meine Füße angepasst. Und ich muss sagen, ich werde jetzt immer Socken mit Haken häkeln. Weil das ist wirklich super. Ja, einfach klasse. Und hier oben habe ich nochmal den dunklen Rand gemacht. Und dazwischen, wie gesagt, ist dieses Garn. Das muschelt sich jetzt wieder so richtig schön um den Fuß herum. Der zweite Socken sieht etwas anders aus. Von der Muschelung. Sagt man es so? Muschelung? Musterung, wie auch immer. Also unten an den Spitzen, an der Ferse und oben dasselbe Prinzip. Aber dazwischen halt ein weiteres Knäuel, also ich habe hier zwei von, habe mit zweien angefangen.
sind halt keine Zwillinge, sondern Geschwistersocken. Ich finde, das sieht klasse aus. Mein Mann sagt, das ist sehr, sehr witzig, weil sich das so um den Fuß so rumschlängelt hier mit dem Muster. Jo. Sind Socken entstanden. Ja. Nun habe ich aber von dem Lila immer noch was übrig. Ich hätte nicht gedacht, dass, wie viel ist hier drauf? Ich glaube 125 Meter. Wo steht es? Ja, 125 Meter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit so weit komme. Also ich habe so ein kleines Viehchen gehäkelt, der Mütze, ein Teil an den Socken und ich habe jetzt immer noch Reste, wobei dieser Rest hier wirklich schon sehr wenig ist. Und ich habe jetzt ja auch noch die Reste von den Socken. Und aus dieser Kombination werde ich jetzt noch einen Schal häkeln. Also ich werde das Lila im unteren Bereich, also an den Anfang und Ende des Schals setzen und als neutralen Zwischenteil ein Grau einfügen. Ich habe, das ist auch ein Rest. Da habe ich hier noch ein ganz kleines bisschen. Da hatte ich mal Pulswärmer gehäkelt. Da ist das übrig. Man hätte jetzt versuchen können, daraus einen Socken zu häkeln, aber ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das nicht reicht. Und hier werde ich dasselbe Prinzip anwenden. Ich habe hier schon mal angefangen. Das mustert sehr, sehr schön. Das ist dasselbe Muster, was ich schon mal in einem anderen Schal verwendet habe. Dieses Kuckloch-Zickzack-Muster. Das häkelt sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Daraus häkle ich jetzt den Anfang. Und dann werde ich dieses hier kombinieren. Das passt sehr schön mit der Farbe. Das wird dann der Mittelteil und zum Ende kommt dann wieder ein so ein Knäuel. Also das ist jetzt der Rest, wird jetzt noch aufgehäkelt und dann kommt noch mal ein Knäuel als Abschluss hinten dran, sodass die Enden wieder ein bisschen Farbtupferle sind und in der Mitte, was man sich ja eh um den Hals wickelt, so eine neutrale, also eine Unifarbe. Um meine Reste mal zu verarbeiten, weil das, ich bin kein guter Aufheber, was so Reste anbelangt. Also eher wickel ich die dann alle zusammen als Konvolut und verschenk, verkauft es. Oder ich fange jetzt mal an, mit den Resten was zu machen. Ja, und so richtig weitergekommen mit meinem Großprojekt bin ich noch nicht. Vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern. Ich häkle ja eine Projekttasche. Ja, und ich bin noch nicht wirklich viel, viel weiter. Ich muss mal gucken, wo waren wir denn am. Ah ja, hier. Es sind also 6 Reihen dazu gekommen. Das ist wirklich nicht viel. Und ich habe auch noch keine Perlen hier eingefügt. Ja, feste Maschen, das dauert. Das hat komischerweise bei den Socken. Ging das schnell? Also der Kreis war schnell gemacht, die Ferse war schnell gemacht und diese 5 Reihen hier oben oder Runden hier oben waren auch super schnell. Aber dieses ganze Stück bis zum Hacken, das hat auch gedauert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich grundsätzlich ein langsamer Häkler bin oder ob es an den festen Maschen liegt, weil die Projekttasche mache ich ja auch mit festen Maschen. Ich weiß es nicht. Vielleicht häkle ich auch zu stramm, weil ich. Also bei dem hier, weil es ja nur gefachtes Garn ist, bleibe ich öfters mal hängen und greife nicht alle 3 Fäden. Ich weiß es nicht. Aber ich bin dabei. Auch wenn es langsam vorwärts geht. Naja, dann ist es halt so, ne? Man muss ja nicht akkordmäßig 10 Projekte in einem Monat schaffen. Ja, das war's soweit. Mehr habe ich gar nicht zu zeigen. Meinen kleinen Freund hier noch ein bisschen ins Bild drücken. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.